Wir pflegen seit Jahren eine ganz ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen im Rhein-Erft-Kreis. Es gibt ja über 100 Selbsthilfegruppen im Rhein-Erft-Kreis. Die haben hier ein eigenes Büro von der Verwaltung zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist auch der Wille der CDU-Fraktion. Wir treffen uns regelmäßig mit den Selbsthilfegruppen und sind sehr glücklich darüber, dass die Selbsthilfegruppen uns sagen, die Zusammenarbeit mit ihnen klappt sehr gut. Das ist von unserer Seite auch so. Wir statten die Selbsthilfegruppen mit Geld aus. Sie bekommen von uns 15.000 Euro im Jahr als sogenannte Mobilitätshilfe, weil wir wollen, dass Menschen mit Behinderungen eine vollständige gesellschaftliche Teilhabe am Leben haben.